Hey Leute, ich habe mich dazu entschieden, heute anzufangen, Greifen Stufe 3 auszubauen. Dafür brauchen wir 1,5 Millionen Gold. Ich bin hier schon auf meinem Smurf-Account eingeloggt und ich dachte, ich zeige euch einfach mal, wie lange wir brauchen, um die 1,5 Millionen Gold, zu farmen und auf dem Main-Account zu transferieren. Also wir suchen jetzt hier nach Gegnern, wo wir einfach an Goldressourcen kommen. Ne? Hier sehen wir bei 9000 Gold brauchen wir uns hier gar nicht großartig angucken. 90.000 Gold, schon ein interessanter Spot, den Level 1 Helden. Wir wollen die ganzen Ressourcen hier greifen, sind immer kritisch. Daneben der Tesla-Turm, der greift auch unser Greifen an, also macht Schaden. Also hier wollen wir anfangen, ist ein gefährlicher Spot. Den wollen wir zuerst ausnjongen. So, wir sehen, haben nicht viel Greifen hoffentlich verloren. Und jetzt geht es darum, darauf zu achten, dass die Greifen vielleicht nicht von dem Lager da oben angegriffen werden, und wenn ja, hier einfach mal ein bisschen Heilung reinzuhauen. Wir wollen nämlich wenig wie möglich Greifen immer verlieren, aber haben wir ordentlich was verloren. Aber gut, 90.000 Ressourcen, 90.000 Gold wollten wir haben und raus. So, na gut, 11 Greifen, also sehr viel. So viel sollte man nicht gleich beim ersten Angriff verlieren. Naja, egal, gucken, machen wir einfach mal weiter. Haben wir erstmal einen schlechten Start hingelegt. Wir sehen immer zu, dass nebenbei neue Greifen produziert werden. Die brauchen ja sehr lange. Die können nebenbei weiterhin erstellt werden. So, und jetzt noch das letzte Lager schon mal wieder auffüllen lassen, dass wir hier auch ja keine Zeit verlieren später. So, und weiter geht's. Hier haben wir eine Base mit keinen Mauern, aber auch nur 38.000 Gold. 30.000er könnte man schon fast überlegen, weil da absolut keine Verteidigung war. 46, hier sehen wir viele Greifenlager. Base gefällt mir auch nicht so vom Aufbau. So, musste gerade kurz unterbrechen und weiter geht's. Ja, wonach guckt man immer am besten bei den Basen? Man will natürlich hier nach Möglichkeiten einen großen Pulk haben oder wo viele Rohstoffe nach Möglichkeit nicht verteidigt zusammenstehen. Und da will man die Helden droppen und sofort weiter. Ne? Hier wäre ein schöner Spot, wenn was vorhanden wäre. Lager sind aber leer, lohnt sich also nicht. Ja, 45.000, hinten ist ein interessanter Spot, aber relativ viele greifen. Man muss nämlich immer gut überlegen, wenn man Truppen oder Helden verliert, man will ja eine relativ große Menge an Gold machen, geht man doch meistens lieber auf Nummer sicher. Deswegen kriege ich mich jetzt ja auch relativ häufig durch, obwohl wir die sicherlich raiden können. Ja, das gefällt mir hier ganz gut. Die kleinen Zentauren machen nicht ganz so viel Schaden wie die Greifen in kurzer Zeit. Ist natürlich sehr gut, seine Helden hier im Auge behalten. Die Kanonentürme treffen nur die Helden, nicht die Greifen. Was das Ganze auch angenehm macht. Das müssen wir hier unten mal gucken, dass uns keiner von den beiden umkippt. Wenn da, ja, da kommt sie, die Assassine. Ah, läuft wieder weg. Haben wir umsonst die Heilung gedroppt. Ja, und unsere Greifen sind jetzt schon drüber der Mauer und das Gold wird bereits abgegrast. So, wir wollen auf jeden Fall die Mine da noch in der Mitte. Am liebsten die unten auch noch mitnehmen. Aber da sehen wir schon, wenn unsere Greifen angegriffen. Wir wollen natürlich so wenig Greifen wie möglich verlieren, hatte ich ja schon gesagt. Na gut, down. Die Ressourcen haben wir und wieder raus. Oh, 18 Greifen. Läuft ja heute mal gar nicht gut. So. Da sind wir wieder unterwegs. 63.000. Da können wir direkt in der Base droppen. So, kommen gleich die Greifen. Wir haben aber gleich als Ziel. So, alles raus. Und dann hoffen wir mal, dass wir hier unten den Spot gut erwischen. Man muss immer die Helden hier im Auge behalten. Bogenschutzturm hält auf den Kürbis, der hält nicht so viel aus. Sind wir unten schon an den Lagern dran? Haben einen Großteil. Dann sehen wir das Leben runter, dann gehen wir lieber raus. So, zack, 63.000, dann Greif verloren. Das sind so Sachen, Statistiken, mit denen können wir uns gut anfreunden.
Da sehen wir da oben ein paar Minen, aber keine großen. Dann ein Lager. Lohnt sich nicht. 67.000. Da kommen wir hier von unten. Droppen wir ein bisschen seitlich. Und alles gleich rein. Wollen wir natürlich hier jetzt sofort die Aggro von den beiden Lagern haben. Haben wir noch einen Held, den wir gleich sicher mit ausnoggen. Wir sehen hier diesen typischen Aufbau. Die Helden über die ganze Map verteilt. Dadurch schwächt es auch noch die eigene Verteidigung. Jetzt kommen zwei Helden mal gleichzeitig und nicht alleine. Das gerät hier unten ins Fokus und müsste relativ schnell down sein. Na gut, der Held hier oben macht jetzt ein paar Greifen tot. Aber durch die weite Verteidigung stellen die eigentlich keine wirkliche Gefahr dar, weil eben diese geballte Angriffskraft fehlt. So, wir warten jetzt noch. Nehmen wir mal hier lieber. Ne, ist schon tot. So. Die Ressourcen und bevor die anderen Herlager kommen, sind wir wieder draus. Ah, 7 Greifen. Jetzt haben wir leider schon einen Großteil von den Greifen verloren. Sehr ärgerlich. Darauf versuche ich sonst eigentlich immer zu achten, die nicht zu verlieren. Gehen wir mal weiter. 50.000, hier unten haben wir eine Zusammenstellung. Die eignen sich immer besonders gut, um die abzufarmen. Ja, ohne Greifen sieht man, wird die Geschwindigkeit beim Farmen natürlich herabgesetzt. Ne? Die geben den Speed. Wir haben ja nicht die teuren Helden, also kaum nur eine Legende. Sieht man natürlich auch in der Angriffsgeschwindigkeit sind wir deutlich langsamer als mit dem Main-Account. Aber gut, geht auch ohne teure Helden. Ach, hier sehen wir wieder einen schönen Spot. Hier vorne droppen wir sicherheitshalber zuerst den Tank. Na gut. Dann den Rest, damit wir das Lager hier sicher ausnoggen. Und wir wollen hier eigentlich noch die Ressourcen haben. Hoffen wir mal, dass wir da hinwandern. Ah, ja. Läuft ein Teil nach oben, ein Teil teilt sich auf. Aber wir kriegen einen Großteil der Ressourcen. Und raus. Tausend, naja. Nehmen wir mit. Haben wir eben den schönen Spot hier unten ein Lager, einen Held alleine, das eignet sich gut. Dann haben wir hier so eine Art Lane, wo wir auf jeden Fall langlaufen werden. Der eine Bogenschütze hat einen Held attackiert, dadurch werden hier keine greifen. Und jetzt laufen wir hier schön entspannt hoch. Kommt irgendwann der letzte Held, den wir hier downhauen müssen. Und dann haben wir die ganzen Rohstoffe abgegriffen und sind gleich wieder raus. So. Ach ja. Greifenverluste sind immens leider. Wird immer noch fleißig produziert. So, und weiter. Zu wenig Ressourcen. Ja. Hier können wir schön hier unten starten. Warten wir mal vorsichtshalber, damit wir die letzten vier Greifen noch schützen, bis hier die Tesla-Spule downgehauen ist und droppen dann erst unsere Greifen. So, jetzt laufen wir hier schon hoch. Wenn wir hier oben ankommen, sind wir gleich wieder raus aus dem Spiel, haben wir alle Ressourcen, die wir wollten. Nebenbei noch ordentlich Mana abgesahnt, damit wir weitere Greifen produzieren können. So, und das war's raus. Ah, Greifen sind immer Indikator, könnte kritisch werden. Hier ist schon kein schöner Spot. Hier ist interessant, aber zu viel Lager drumherum dauert uns zu lange. Hier haben wir natürlich idealen Spot, den wir nehmen. Hier haben wir alle Ressourcen schön verteilt, nicht beschützt. Außer von einem Turm. Hier oben haben wir die Helden. Ideal für uns zum schnellen Abfarmen. Also wir wollen hier die Minen haben, das Lager. Nehmen wir, kriegen ja sogar noch eine ordentliche Portion Mana mit und sind dann raus. So. Oh, gefällt uns hier nicht so. 76.000. Ja, da droppen wir hier oben alles. Wichtig ist, hat der Werwolf die Aggro von dem Lager gezogen. Dadurch schützen wir unsere Greifen. Müssen dann natürlich aber darauf achten, dass uns der Werwolf nicht aus Versehen umkippt.
lief alles gut. Wir wollen hier oben den Ressourcenbereich haben. Haben dann hier zwei Helden. Vielleicht kommt noch der Henker. Den Kürbis werden wir bestimmt umhauen müssen. So, jetzt sind auch noch die beiden Lager da, die wir haben wollen. Jetzt haben wir den Kürbis gepult. Ah, hier unten müssen wir auch immer im Auge behalten. So, fertig, haben wir alles raus. Ah, nochmal zwei Greifen umgekippt. Also, das läuft heute mal gar nicht gut. Oh ja, hier auch wieder ein schöner Spot. Hier nehmen wir das Lager mit und kommen dann automatisch zu den Ressourcen. Relativ safe alles. Haben eine Tesserspule, Kanone, die unsere Helden angreift. Alles im grünen Bereich. Niedrige Mauern. Deswegen sollte man eben darauf achten, immer versuchen, die Helden, so wie hier, ist relativ gut, alle beieinander, aber die Ressourcen, ist ein perfekter Farm-Spot, sind natürlich nicht geeignet zur Verteidigung. Jetzt kommen die Helden und bevor uns was passieren kann. Ah. Ach nee, doch, alles sicher, sind wir raus. Ja, wir haben jetzt schon knappe 600.000 gefarmt. Wir haben jetzt hier mit einer guten Million gestartet. 18.000 zu wenig, obwohl eine schöne Ansammlung war. Ja, zwei Lager. Was haben wir hier? Na, haben wir auch gegangen. 16.000 leider nur. 120.000, ne? Aber hier sehen wir ordentlich hochgelevelte Helden. Drei Türme, die greifen Stufe 5. Zwar eine schöne Ansammlung Gold, aber doch zu risikohaft, damit wir jetzt hier die 1,9 Millionen voll machen können. 70.000. Da fangen wir hier hinten an. Und marschieren hier und gucken, dass wir einen Großteil mit abgreifen. Und bevor wir hier in Bedrängnis kommen, wollen wir eigentlich schon wieder raus. Mal gucken, ob es klappt. Ah, ist dann ärgerlich, wenn sich die Helden da unten aufhalten und nicht da, wo wir sie haben wollen, bei den Ressourcen. Ah, jetzt werden wir wieder Greifen verlieren. So, jetzt sind wir am Lager. Jetzt müssen wir aufpassen mit dem Druiden und vorsichtshalber raus. Wir wollen ja nichts verlieren. So, jetzt haben wir fast alle Greifen verloren, ärgerlicherweise. Gucken wir mal schnell durch, dass die weiterhin produziert werden. So. Dann sehen wir mal zu, dass wir jetzt noch die 1,95 Millionen voll machen. Oh, gefällt mir nicht. Was haben wir hier? 171. Würde sich anbieten, aber oh, greifen Stufe 5. Mal versuchen wir mal unser Glück. Wenn wir sterben, dann sterben wir eben. Versuchen wir die Heilung so lang wie möglich hinauszuzögern, aber der Werwolf geht gefährlich weit runter. Ja, war wahrscheinlich fast zu spät. Jetzt ergreifen wir das Lager. Wir wollen das Lager da oben noch optimal mitnehmen. Jetzt haben wir die Greifung gegenüber bekommen. Wenn das Lager halbwegs down ist, gehen wir auch raus. Sicher ist sicher. So, 158.000, damit sind wir voll. Greifen werden produziert. So. Jetzt setzen wir unser Lager aus der Base raus, weil wir wollen ja auf unseren Main-Account transferieren. Jetzt loggen wir kurz um. So, jetzt befinden wir uns auf meinem Main-Account. Da haben wir schon den Kleinen in der Angriffsliste. Wir sehen, wir haben gerade mal 37.000 Gold. Und jetzt fangen wir mal an, hier die Lager abzufarmen. Wir sehen hier, wir kriegen nur ein Zwölftel. Am Anfang stand da ja 95.000 Gold. Das ist eben der Angriff über das Kampftool hier, also über die Kampfberichte. Da kriegt man nicht die volle, also nicht so wie man normal sich einen Gegner raussuchen lässt. Ja, und jetzt fangen wir einfach an, uns hier selber zu raiden. Und wieder raus. 94.000 gab es jetzt. Und fang an, das Gold zu transferieren. Schnellstmöglich auf den Main-Account. Da können wir eigentlich die Greifen auch noch droppen, um den Vorgang ein bisschen zu beschleunigen. Und raus. 90.000 haben wir jetzt schon mal gemacht. Weiter geht's.
Ja, und so kann man eben auf so einem Smurf-Account auf relativ einfache Weise sich das Gold zusammenfarmen, farmt dann den eigenen Account ab. Es ist auch erlaubt von EGG, also es ist nicht verboten. Sie haben in letzter Zeit zwar versucht, es zu erschweren, aber laut AGBs ist es definitiv nicht verboten. Also man darf einen zweiten Account haben. Und dadurch, dass man einen zweiten Account haben darf, ist auch nicht verboten, sich selber anzugreifen. Weil viele sagen immer, ja, ihr cheatet oder Bug-Using oder Hacker. Nein, das hier ist erlaubt. Definitiv. Sonst hätte EGG schon viele, viele Spieler sperren müssen, was sie nicht getan haben. Und wie gesagt, man darf, es ist ausdrücklich erlaubt, einen zweiten Account zu haben. Dagegen spricht nichts. Man muss sich eben nur frühzeitig überlegen, wie man eben sich selber in diese Angriffslisten hineinkriegt. Früher war es eben noch möglich, einfach, wenn man den Account frisch erstellt hatte, war man auf einer der letzten Seiten und konnte sich sofort in die Angriffsliste nehmen. Das hat man ja jetzt verändert, indem die Rangliste nur noch, ich glaube, bis Platz zu einer Million geht. Ne? Man kann dann auch überlegen, wenn man dann gerade diese eine Million, also an diesem Platz einer Million ist, dann sich nochmal rauszusuchen aus der Liste. Oder eben der Main-Account ist so weit oben, dass man sich durchklicken kann in den Top 10.000, oder wenn man ein bisschen Zeit hat, kann man sich auch in die 20.000 oder 30.000 klicken und kann so mit einem Smurf-Account dann relativ schnell viel Gold farmen und es auf den Main-Account transferieren. Ja, wir wollen wie gesagt 1,5 Millionen haben. Momentan sind wir beim Transferieren von knapp 800.000. Ich transferiere nicht immer die komplette Summe rüber meist, weil ihr seht, ich kriege immer weniger Rohstoffe natürlich, weil sich die Lager auf dem kleinen Account leeren. Mit jeder Niederlage verliere ich 11 Ruhmpunkte. Also Honor Badget. Und wir wollen natürlich nicht so viel Honor Badget verlieren, deswegen gehe ich meistens runter bis so 55.000, 60.000 nur pro Run und logge dann wieder auf den Smurf-Account, farm die Lager nochmal nicht ganz voll, aber voller, dass ich nicht so viel Angriffe habe, um quasi diesen Ruhmverlust zu minimieren. So, jetzt haben wir gleich eine Million transferiert. Momentan haben wir, seitdem wir angefangen haben, hier für die 1,5 Millionen zu spielen, gerade mal 17 Minuten verbraucht. Momentan ist es allerdings auch möglich, relativ viel Gold mit dem Main-Account zu farmen. Das war früher nicht so einfach möglich, da hat sich viel verändert in letzter Zeit. Das ist heute kaum noch ein Problem. Also wir hätten die 1,5 Millionen auch mit ein bisschen Spielzeit am Abend auf dem Main-Account zusammen gehabt und sparsamen Einsatz von Magie. Aber ich dachte, ich zeige euch jetzt einfach mal, dass es wirklich relativ einfach möglich ist, große Mengen Gold zu farmen mit kleineren Accounts und dann relativ zügig auch zu transferieren. Ah, das habe ich gerade nicht geguckt. Ich glaube, wir waren jetzt schon fast an der 60.000er Marke. Dann werde ich gleich nochmal umloggen, noch ein paar Runs machen mit dem Smurf, noch ein bisschen Gold farmen, dass wir den nicht so ganz runterfarmen, ja. Anbieten tut sich es natürlich, wenn man jetzt gerade noch nicht den jeweiligen Skill kaufen kann, den man möchte. Ich spiele hier am PC über BlueStacks, dass man sich das Ganze dann parallel, also den Main-Account auf einem Handy öffnet, damit man sicherstellt, dass auf dem Main-Account nicht, während man hier mit dem Kleinen noch farmt, dass man dort geradet wird und jetzt das hart erarbeitete Gold dort für nichts verliert. So, jetzt haben wir 1,2 Millionen, jetzt logge ich nochmal schnell um. So, jetzt sind wir wieder auf dem Smurf-Account, weiter geht's. Wir sehen, wir haben jetzt hier natürlich ordentlich Gold verloren. Ja, sicher, wir haben jetzt nicht angefangen bei 0 zu farmen. Ich erhalte den Account immer so bei einer Million Gold. Da wollen wir auch wieder hin. Also ich werde den nicht leer farmen, wie gesagt, weil ich dann auch mit jedem Angriff ja weniger Gold kriege. Umso mehr Angreife brauche ich, umso mehr Ruhmpunkte verliere ich. So, hier haben wir unten wieder diesen schönen Startpunkt, wo eben die Minen zusammen sind. Den nehmen wir auch gleich. Wir sehen, wir haben jetzt nur noch drei Helden, weil uns vorhin ja zwei umgekippt sind. Wir hätten jetzt auch die 1,5 Millionen so zusammengekriegt. Aber wir wollen jetzt einfach nicht so viel Ruhmpunkte verlieren. Deswegen fahren wir hier nochmal ein bisschen Gold zusammen. Sicher ist sicher. So. Und wieder raus. 44.000 Gold mitgenommen.
Na, gefällt mir nicht. Wie gesagt, ich suche mal nach diesen Spots, wo die ganzen Ressourcen zusammenstehen und schlecht beschützt sind. Ah, ja, sind wir sogar nochmal bei dem Account von eben. Versuchen wir doch nochmal unser Glück. Mal gucken, ob uns das noch gelingt. Wir haben jetzt allerdings weniger Helden. Da müssen wir die Restoration bestimmt früher droppen. Oh ja, da kriegen wir die Helden nicht down. Boah, gut, es läuft der Tank runter. Ah, es zieht da die Agro. Na gut, dann lassen wir den Run jetzt noch zu Ende laufen. Hoffen, dass wir noch was von den Lagern da mitnehmen. Und farmen dann den Rest mit dem Main. Fahren wir den hier ein bisschen weiter runter. So. Sicher ist sicher. So, dann langen wir nochmal fix um. So. Also, wir wollen jetzt hier den Skill, wie gesagt, die Feendrachen 3 ausbauen. Brauchen wir 1,562 Millionen. Da fehlen uns jetzt noch 300.000 zu. Und die fahren wir uns dann jetzt noch schnell vom Smurf weiter, ohne den jetzt nochmal aufzufüllen. Wir hätten jetzt natürlich noch ein bisschen Zeit damit verbringen können, ein paar geeignete Gegner zu suchen, aber schießen wir das Ganze jetzt mal relativ zügig ab. Und wieder raus. Jetzt haben wir 1,3 voll. So, noch 3, 4. Ach, verdammt. Ansehen geklickt. Noch 3, 4 Angriffe, dann sind wir auch durch mit dem Farm. Wenn dann immer noch bei einer bei ein bisschen mehr als einer Million sein und dann haben wir wirklich 1,5 Millionen von unserem Smurf-Account hier transferiert und wir haben wie gesagt bei einer guten Million gestartet, dann haben wir auch wirklich 1,5 Millionen dort zusammengefarmt und transferiert. So, noch drei Angriffe werden wir machen und dann können wir die Feendrachen Stufe 3 ausbauen. So. Bei dem Angriff haben wir dann die 1,5 Millionen voll und wir brauchen eine 1,56. Dann brauchen wir noch einen Angriff. Und jetzt der letzte. Dann habt ihr mal auch gesehen, wie man relativ zügig das Gold zusammenfarmen kann und transferieren kann. So haben, wie gesagt, viele Spieler ihre Goldprobleme dann gelöst. Heutzutage werden die Mauern von den Top-Spielern eh nicht mehr ausgebaut, also ist auch viel Gold zum Raiden bei den großen Accounts vorhanden. So, und damit haben wir unser Ziel für heute erreicht und bauen jetzt hier noch unsere Feendrachen weiter aus. Zack. Und eine Wartezeit von 15 Tagen. Ja, so viel dazu. Dann habt ihr mal so einen Eindruck gehabt, wie lange man braucht, um 1,5 Millionen für den Main-Account zu farmen. Sind jetzt hier bei 23 Minuten und ein paar Sekunden. So viel von mir. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick geben und bis bald.